Die Ansprache heute wird Herr Nischwitz halten. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Eltern. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Schülerinnen und Schüler. Im Namen eurer Klassenlehrer, des gesamten Kollegiums und allen Mitarbeitern der Schule gratuliere ich euch zur mittleren Reife. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine große Ehre für mich, euch hier verabschieden zu dürfen. Denn viele von euch haben ihre Zeit hier an der Tulla zusammen mit mir begonnen. Ich habe mich natürlich gefragt, was ich euch in dieser Abschlussrede sagen soll. Da ihr nun Experten seid, was Vorträge angeht, könnt ihr bestimmt nachvollziehen, was ich durchgemacht habe. Was soll ich sagen? Ich habe gebrainstormt, gemindmapped, ich habe sogar im Internet gesurft. Bin dann aber doch wieder auf einem weißen Blatt Papier gelandet. Dann dachte ich kurz an ein Gedicht, womöglich Rap, der wäre fett. Doch ganz so mutig war ich nicht, denn Rap, der steht dem Lehrer nicht. Schließlich kam mir die Idee, diese Rede soll etwas Persönliches von mir an euch sein. Was heißt denn eigentlich persönlich? Schlägt man im Duden nach, so bedeutet persönlich unter anderem in der Art einer Person, durch ihr Erleben, Mitfühlen bestimmt. Menschlich. Ich will euch also mit dieser Rede sagen, wie ich die Zeit mit euch erlebt habe. Ich kann schlecht für alle anderen reden, doch hoffe ich, dass sich auch möglichst viele meiner Kollegen mit dieser Rede wiederfinden. Ja? Hoffe ich sehr. 6 Jahre sind vergangen. Ist alles, was war, vorbei und vergessen? Selbstverständlich nicht. Vieles ist festgehalten. Ich könnte beispielsweise ein paar Fotos von euch auspacken. Da sind echt ein paar Klassiker dabei. Aber keine Angst, Fotos werden hier nicht ausgepackt, denn die eindrucksvollsten Bilder haben wir alle in unserem Kopf. Und die möchte ich heute wieder auffrischen. Da ich Lehrer bin, fällt mir sogleich eine Methode ein. Was haltet ihr von einer kleinen Fantasiereise? Ja, das war eine rhetorische Frage. Ihr habt keine Wahl, da müsst ihr durch. Schließt jetzt die Augen. Nein? Hallo. Atmet tief ein und aus. Stellt euch vor, ihr seid wieder Fünftklässler. Einfach so süß, pflegeleicht und wissbegierig, wie wirklich alle, ja, alle Fünftklässler, die an unsere Schule kommen. Erinnert euch, September 2006, Einschulung hier in diese Turnhalle. Ich als neuer Klassenlehrer erinnere mich sehr gut daran, wie nervös ihr wart. Als die neue Klasse feststand, wart ihr heilfroh, mit einigen Freunden aus der Grundschule wieder zusammenzukommen. Doch auch neue Freunde habt ihr bald gefunden. Ja, in eurer ersten Schulwoche ging es dann in den Luisenpark, samt Park Rally. Einfach legendär. Danach folgte die Woche des Kennenlernens, vor allem der Haus- und Schulordnung. Einige von euch haben diese zweifellos wichtigen Regeln so gut gefallen, dass sie sie in den letzten 6 Jahren fast wöchentlich abgeschrieben haben. Melde im Kaugummi. Denkt zurück an die Methodentage. Vor allem Heftführung war an der Tagesordnung. Doch das Führen eines Heftes hielt nie lange vor, außer es gab Noten drauf wie bei mir. In der 6. ging es dann auf die Klassenfahrt, auf die erste Klassenfahrt. Teambildung war angesagt. Nach den wie immer viel zu kurzen Sommerferien kamen die ersten Präsentationen in der 7. Unter anderem in Englisch. Thema London. Wisst ihr noch, wie schwer euch diese Präsentation gefallen ist? In der 8. konntet ihr es dann kaum ertragen. Die Lehrer waren strenger,
die Noten schlechter. Man musste sich erst aneinander gewöhnen und die vertrauten Lehrer loslassen. Ihr hattet ja auch keine Zeit, denn schnell kamen die GFS und das Projekt SE, wo ihr eure soziale Ader zeigen konntet. Es war schön zu sehen, dass ihr Spaß daran hattet, anderen zu helfen. Berufsorientierung, sprich Bors in der 9. Man erkannte euch kaum wieder. In Schale geworfen, mit Anzug und Krawatte, habt ihr einen guten Eindruck hinterlassen. Doch viel wichtiger war und ist eure persönliche Art, euer Umgang mit Menschen. Viele von euch sind da schon ganz groß. Kaum in der 10. angekommen, hattet ihr eure Eurocom-Prüfung in Englisch. Doch darauf komme ich am Ende dieser Rede zu sprechen. Viel schneller als gedacht folgten die fachinternen und bald die schriftlichen Prüfungen, die gar nicht so leicht waren. Schließlich die mündlichen Prüfungen samt FÜK. Nein, das war nicht geflucht. Für die, die es immer noch nicht wissen, FÜK bedeutet fächerübergreifende Kompetenzprüfung. Zum Fluchen fanden wir jedoch so manche FÜK-Dokumentationen, die mit Texten aus dem Internet angereichert waren. Egal, ob es wirklich zum Thema passte, Hauptsache markiert, kopiert und gedruckt war das Ding. Ja, gedruckt in dreifacher Ausführung und am Montag abgegeben. Wieso Montag? Es war Dienstag. Schüler X und Y, wie ich sie hier einmal nennen möchte, sagten beim zufälligen Treffen gegen 12 Uhr in O-Ton zu mir: Gestern. Ach, gestern waren wir doch gar nicht in der Schule. Deshalb sind wir jetzt hier zur Abgabe. Ich war sprachlos, was bei Lehrern nicht oft vorkommt. Aber ihr habt ja letztendlich die Prüfung doch alle geschafft. Deshalb sei auch den Schülern X und Y verziehen. Sie sind anwesend, hoffe ich, und werden wissen, wen ich meine. Und jetzt sind wir hier. Schaut euch um. Etwas gealtert, aber noch ziemlich frisch. Trotz Abschlussfahrt, die mancher Schüler zu unserem Bedauern mit einer Abschlussfahrt verwechselte. Aber diese Rede soll keine Belehrung sein, vielmehr eine persönliche Mitteilung. Wir Lehrer hätten uns oft gewünscht, mehr Zeit für jeden Einzelnen von euch gehabt zu haben. Doch das lassen zu große Klassen und Zeitdruck oft nicht zu. Deshalb sind wir sehr froh, dass es bei uns viele Angebote neben dem täglichen Unterricht gibt, die ihr immer gern wahrgenommen habt. Als Neulinge, noch klein, frech, ja, und nie stillhaltend, haben wir euch in den AGs am Nachmittag besser kennenlernen dürfen. Plötzlich wart ihr zuverlässig, interessiert, fröhlich und konzentriert bei der Sache. Dies zeigte sich nicht nur in den AGs, sondern vor allem bei den zahlreichen Schulveranstaltungen. Was wären die letzten 6 Jahre ohne eure Mithilfe gewesen? Die Galerie in Tula, euer Tula-Galerie-Shop, der Tullywood-Kanal und die Schülerbilderwelt wären kaum ohne euer Engagement möglich gewesen. Darauf könnt ihr stolz sein, denn wir sind es auch. Ihr habt getanzt, gesungen, gerockt und musikalisch groß aufgespielt, sogar Theater gespielt und gefilmt habt ihr. Langweilig war es nie, auch wenn nicht immer alles perfekt war. Mit jedem Auftritt seid ihr besser und selbstbewusster geworden, was aber das Wichtigste war, ihr hattet euren Spaß daran. Bewahrt euch diese Interessen und Hobbys, denn sie helfen euch abzuschalten, wenn alles andere vielleicht mal nicht so laufen mag. Jetzt habt ihr euren Abschluss. Aber was nun? Ganz ehrlich, in eurem Alter wusste ich auch noch nicht so ganz genau, welchen Weg ich einschlagen sollte. Bleibt einfach neugierig und macht das, was euch am Herzen liegt. Dann, so ist zumindest meine Erfahrung, werdet ihr glücklich. Chillt nicht zu viel, sondern werdet aktiv und fangt wirklich etwas an. Ja, erst dann könnt ihr sagen,
Ja, das ist es, das will ich machen. Es gibt so viele berufliche Möglichkeiten. Trotz Bors und der zahlreichen Gespräche sind viele von euch unsicher, wissen noch nichts Genaueres. Der Großteil geht auch deshalb auf weiterführende Schulen. Nur jeder Fünfte versucht sein Glück mit einer Berufsausbildung. Aber egal, wie ihr euch fürs Erste entschieden habt, wir wünschen euch viel Glück. Man sagt, der größte Schritt sei der aus der Tür. Aber wir hoffen, ihr werdet den Weg mal wieder zurückfinden. Es ist schön, ehemaligen Schülern bei der langen Nacht der Museen zu begegnen und mit ihnen zu reden. Also schaut mal vorbei. Uns Lehrern ist wichtig zu wissen, dass es euch gut geht, aber vor allem, dass ihr ohne uns auskommt. In diesem Sinne hoffen meine Kollegen und ich, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass ihr den Weg wählt, der euch glücklich macht. Jetzt nur noch eins. Als Englischlehrer kann ich es mir kaum verkneifen, noch ein kleines, fast wörtliches Zitat aus der Eurocom-Prüfung in Englisch zum Besten zu geben. Madonna is the queen of Great Britain. Bushido becomes a Bambi. And now you become your Abschlusszeugnis. Gratulation! Danke.